Ich steige in aller Öffentlichkeit auf, aber mit viel Unterstützung der Bürgerwehrmänner, die mir auf den Wagen helfen. Denn früher bin ich alleine hochgeklettert und nach über 30 Jahren brauche ich eine Leiter. Und da hilft die Bürgerwehr und stellen sich drumherum. Also es gibt so 4, 5 Eingeweihte und der Rest weiß nicht genau, wie die Frau von Benson ist. Es ist ja so, dass mein Kopf in 4 Meter Höhe schwebt und da ist schon ein ganz schöner Unterschied nach unten. Man hat das Gefühl, dass man einen gewissen Abstand zu den Menschen hat und den möchte ich dann überbrücken. Und das ist für mich ganz wichtig, den Kontakt zu den Menschen dann zu kriegen und das versuche ich dann über die Augen zu machen. Dann kommt auch das Lächeln noch dazu. Es ist natürlich auch immer problematisch, jeden zu sehen, den man kennt. Deswegen versuche ich immer im Großen und Ganzen alle zu begrüßen und zu bewinken. Am Kolpinghaus, das ist immer so meine Mutprobe, die ich da bestehen muss. Da wird eine Leiter angestellt, um mir einen Bensheimer Wein zu reichen, den ich dann leer trinken soll. Und je nach Größe des Glases klappt das oder manchmal klappt es auch nicht. Wenn das damenhafte Glas ist mit einem Bensheimer Piffchen, was 0,25 ist, dann klappt das.